Ich habe hier ein E-Book zu Paris mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten und gleich nach dem Deckblatt möchte ich eine Karte einbauen und auf dieser Karte Links platzieren, die direkt zur entsprechenden Sehenswürdigkeit führen. Ich gehe mal aus dem Betrachtungsmodus raus und wähle die Seitenübersicht und hier klicke ich auf die letzte Seite, mache eine neue leere Seite und diese ziehe ich auch gleich an den Anfang in dieser Seitenübersicht, damit sie schon mal an der richtigen Stelle ist. Jetzt wähle ich mit dem Plus mehr eine Karte aus, die kann ich hier einfach noch anpassen. Ich suche mal nach Paris, indem ich den Ausschnitt wähle. Und zwar so, dass ich all diese Sehenswürdigkeiten auf einen Blick sichtbar habe. Ich könnte auch die Satellitenansicht oder eine andere Art auswählen. Und hier nun also kommen diese Links drauf. Und zwar mache ich diese Links mit einem Textfeld, wiederum das Plus, Text, da schreibe ich mal Eiffelturm. Wenn ich das Wort auswähle, so klappt dieses Pop-up-Menü, das Kontextmenü auf und hier kann ich mit diesem Pfeil das Wort zu einem Link machen. Und hier kann ich nun einfach die Seitenzahl eintippen. Das Deckblatt ist die 1, die Karte ist folglich auf Seiten 2 und 3 und der Eiffelturm wäre auf der Seite 4. Fertig und du siehst schon, ist es ein Link. Auch hier wieder tippe ich auf Fertig und du siehst, weil ich da das letzte Mal bereits mit einer Hintergrundfarbe gearbeitet habe, ist das Textfeld wieder farbig markiert. Mit dem I kannst du da den Hintergrund, die Schriftfarbe, die Ausrichtung, Größe, Schnitt und so weiter noch anpassen. In diesem Fall ist es jetzt aber sicher mal recht gut. Und mit dem Plus füge ich noch einen zusätzlichen Pfeil ein, damit man ein bisschen genauer sieht, wo denn dieser Eiffelturm ist. Den findest du ebenfalls unter Mehr, Formen. Hier haben wir diesen Pfeil. Den kann ich da noch anpassen in der Richtung. Vielleicht etwa so. Und an die richtige Stelle ziehen. Und du siehst, der Pfeil, der überlagert jetzt natürlich das Textfeld, weil er als letztes dazugekommen ist. Das Textfeld ist im Moment ausgewählt. Mit dem I kann ich dieses Textfeld ganz nach vorne bringen und somit ist der Pfeil genau darunter. Und damit das jetzt ein bisschen schöner aussieht, gebe ich dem Pfeil wiederum mit dem I dieselbe Farbe wie das Textfeld. Vielleicht etwa so. Ja. Und jetzt probieren wir das mal aus. Ich gehe in den Betrachtungsmodus und klicke auf den Link und du siehst schon, bin ich hier drin. Du siehst aber auch, es ist in diesem Fall schon vorbereitet. Ich habe hier ein Bild eingefügt mit einer Karte. Es könnte auch irgendwie ein Bild eines Hauses sein, für Home wird vielfach gebraucht. Und darunter auch der Link zur Übersichtskarte. Ich kann also auch ein Bild zu einem Link machen, indem ich aufs i gehe und hier dann wieder die entsprechende Seitenzahl eintippe. Und hier nun müsste ja nicht 4 stehen, sondern 2, weil die Karte auf der Seite 2 beginnt. Auch das testen wir. Ich kann jetzt also hier drauf tippen, komme wieder zur Karte und mit dem Klick auf Eiffelturm wieder zurück. Ja, und so kannst du für das ganze E-Book eine Navigation basteln, indem du für jede Sehenswürdigkeit einen Link einfügst und so alles zugänglich machst.
Tja, und so sieht es nun aus. Auf der Startseite habe ich da diese Links und wenn ich draufklicke, so kann ich direkt zur Sehenswürdigkeit springen und mit dem Klick auf die Karte wieder zurück. Ja, du siehst, in Book Creator lassen sich also sehr einfach Links platzieren und so eben das Buch interaktiv oder nicht linear gestalten. Das heißt, man muss es nicht von A bis Z durchblättern, sondern kann von Thema zu Thema springen und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten für die Leserinnen und Leser.